Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Wir gehen einkaufen. Guck mal hier. Ja. Gehst du mal rein? So, Freunde der Sonne. Einen wunderschönen guten Morgen. 7.58 Uhr und Sascha ist schon im Auto. Was ist da los? Oh, Musik. Der Grund ist natürlich für das frühe Aufstehen. Ich mache jetzt seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ob man das genau erkennen kann in den Videos. Ich denke nicht. Jedenfalls finde ich nicht, dass man das da so erkennt. Aber mich haben natürlich schon viele darauf angesprochen. Ich mache eine Diät. Und zwar nicht nur irgendeine Diät, sondern ich sorge kontinuierlich dafür, dass ich keine Scheiße esse. Ich esse natürlich einmal in der Woche, habe ich so eine Art Cheat Meal. Also sprich, ich esse eine Mahlzeit einmal in der Woche, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt zu meinen anderen Gerichten. Und im Rest ernähre ich mich halt mega verdammt gut. Ich esse aber auch wirklich alles. Also ich koche jeden Morgen jetzt, deswegen bin ich auch gerade schon unterwegs, weil ich Bock habe auf Zucchini-Nudeln. Ja, ich habe irgendwie Bock auf Spaghetti und dann ist mir das natürlich im Sinn gekommen, beziehungsweise meine Braut ist, glaube ich, das in den Sinn gekommen, dass es doch Zucchini-Nudeln gibt. Die haben wir schon öfters geholt, wir haben auch so ein Gerät, das selber zu machen, aber was soll ich dazu sagen, ne? Funktioniert nicht so ganz, wie man es will, deswegen kaufe ich die einfach maschinell. Erstellt bei Rewe. Scheiße, ich wollte eigentlich zu Kaufland. Wieso fahre ich jetzt zu Rewe, Mann? Egal, ich gucke jetzt, ob die da sind. Wenn nicht, fahre ich zu Kaufland. Manchmal bin ich um 9 zu Hause oder 8. Jetzt würden wieder andere Leute sagen, Sascha, wieso sagst du das schon wieder falsch rum, Mann? Sag doch 8, 9, 10 und nicht 10, 9, 8. Ich habe da so eine Macke, keine Ahnung warum. Jedenfalls kommen wir gehen zu Zucchini-Nudeln. Ja, Rewe hat keine Zucchini-Nudeln. Fuck, ich muss zu Kaufland. Kurzes Statement. Scheißleben! Kaufland hat auch keine Zucchini-Nudeln. Wie es aussieht, muss ich die echt selber machen. Aber ich versuche es jetzt mal bei Aldi. Wenn nicht, dann habe ich richtig schlechte Laune. Haben sie auch nicht. Aldi nicht, Rewe nicht, Kaufland nicht. Alle haben keine Zucchini-Nudeln. Also Endresultat, ganz klar, habe ich jetzt festgestellt. Lila, grün und blau, mach es gibt anscheinend sowas nicht mehr. Ich denke mal, weil es zu schnell vergammelt oder zu wenig es gekauft haben. Ja, finde ich schade, weil so Leute wie ich haben es gebraucht. Jetzt kann ich eine halbe Stunde die selber da kneten. So, Freunde der Sonne, ab im Auto, ab geht's zur Arbeit, alles fertig gekocht. Und jetzt holen wir den lieben Zelt ab von zu Hause. Ich habe auch schon seinen Kindersitz hier fertig montiert. Da kann er sich gleich draufsetzen und ich würde sagen, wir schalten wieder ein, wenn er hier an Bord ist. An Bord der Enterprise. Ich glaube, ich sehe ihn da hinten schon kommen. Ich glaube, da läuft er. Ne, wohl, der läuft zu elegant. Jetzt sehe ich ihn, jetzt kommt er. Da ist der typische Zeltgang. Er wartet. Dein Kindersitz. Jetzt sind es 6, jetzt sind es 8, dann sind es 10, jetzt sind es wieder... Keine Ahnung wie viel, Alter. Das geht richtig auf den Guten Sinn. Morgen. Hi. Okay. Der kann aber unerwartet. Ja, der kann unerwartet, ne? Riecht gut. Neue. Karamell ist da süß und salzig. Ich nehme mit einer. Die ist für morgen. Morgen Cheat Day. Ja. Morgen. Morgen. Die Rauch-Junkies. Holger kämpft. Aber er gewinnt. Alter, das ist doch keine. Das ist nicht dein Ernst gerade, oder? Jetzt sehe ich ja erst, wenn er kämpft. Das ist voll gut. Ne? Wir haben nächstes Video. Holger. Oh, es ist voll. Holger springt ins Wasser. Tut weh? Ja. Wirklich? Ja. Gar nicht. Doch? Du hast Schmerzen. Ja, das ist eine eklige Stelle. Gar nicht. Ja. Willst du noch 10 Mal fragen? Soll ich es dir schriftlich geben? Soll ich dir ein Lied schreiben?
Wolltest du machen? Ja, ich mach dir, aber kein Positiv. Ja, das hätte ganz runterkommen, wenn man bei der Erzeugung zu viel Pisse bei ist. Bist du schaffen, Alter. Ich hab nicht an dir gedacht. Ist das ein Vogel, Alter? Das riecht gut. Der echt versucht jetzt die ganze Zeit nochmal zu gucken, ne? Na, ich gucke durchdringend. Das ist mein Röntgenblick. Was ist das für eine komische Pose? Du machst doch kein Kamasutra, wenn du tätowierst. Twister so. Finger auf E4. Im Winkel von 45 Grad, aber von dir weg. Zeig mal das Porträt, was du bekommst. Wie findet ihr das? Ein Abo dafür. Ich weiß nicht, ob du weißt, was du Tätowierer bist oder Maler und Lackierer. Hast du gerade Gesicht gezogen? Ja. Hast du gerade, ne? Nee. Und du bist ein Hurensohn. Wir haben einen Tintenfiller-JP. Der müsste auch jeden Augenblick kommen. Warte mal, wie spät ist denn das? Wie spät ist das? Ich will nicht mit der Kamera gefilmt werden, Alter, durch diesen Fisch. Ey, ich hab vor dem fetten Pfannkuchenkopf. Bruder, was ist denn da los? Ja, will ich dünn aus? Nein, du siehst auch fett aus. Ja, stimmt. Seht euch den Umfang an. Nee, du bist nur klein. Aber warte mal, wenn wir so machen, bist du groß. Du bist richtig klein. Kriegst alles zurück, ist Karma. Tätowier mir schmerzhaft, fährst raus, pack Autounfall. Gott so, Bro. Fick mein Bro, ich fick mein Bro. Warum ist er fast fertig? Ich hab nicht mal einen Trip. Mein kleinen Ärmel. Ich bin einer der wilden Kerle. So, Freunde der Sonne, ein kleines Update. Wie weit wir schon sind. Ich glaube, eine Stunde haben wir jetzt schon dran rumhantiert. War richtig? Warte kurz. Das tut so weh. Das tut wirklich weh. Tut aber wirklich weh. Ja, aber es sieht schon verdammt gut aus. Wir haben schon wieder fast den Abend fertig. Was? Ach so. Na, ich meine, guck mal, wie viele Sitzungen du schon hast. 3 Stück jetzt, ne? Ja, die Hand, das hier und jetzt das, ja. Obwohl die Was Hand... in 3 Sitzungen machbar ist? Wenn man so ein Mann ist wie ich und alles aushält. Nee. Werbeunfreundlich. Das ist Spaß, du machst mal alles kaputt. Was sieht denn so bedrückt aus? Ich fühle mich so schlecht, wenn wir den Kuchen kaufen. So, ersten Teil haben wir fertig. Was für ein Teil? Hier kommt dann der Smiley hin, ne? Ja. Mit dem Gesicht. Ja. Hier unten machen wir noch eine Landkarte hin. Ja. Richtig? Mit den Koordinaten? Ja. Ah, fuck, das hat wehgetan. Hier auch. Da hinten auch? Okay. Und hier ist die dunkle Seite des Mondes. Und hier ist die dunkle Seite des Mondes. Hallo! Ich bin Zelt. Z-A-T-E. Katze liegt im Schnee. Zarte Granate. Hallo Leute. Willkommen auf seinem Channel. Müssen nicht abonnieren, aber wer nett. Was geht, meine Bunten? Ich bin mal so frech und werde mich mal kurz von unten filmen, weil ich musste das jetzt hier gerade spontan machen, weil mir aufgefallen ist, dass das Video viel zu lange geht. Ja, ich wäre jetzt mit dem kompletten Schnitt, weil wir sind jetzt in Richtung Auto gegangen, wir sind ins Auto gegangen und habe Zelt nach Hause gefahren und während dem Nachhausefahren habe ich angefangen mit dem Thema, um was es überhaupt geht auf seinen Arm, bedeutet das Thema Christina und dieses Thema Christina ist breit gefächert, ja, da gibt es halt eine richtige Geschichte hinter, was da passiert ist, deswegen schneide ich das nochmal in ein extra Video, weil hätte ich den Teil jetzt rangehangen, wären wir bei 20 Minuten gewesen und 20 Minuten hat kaum heutzutage einer noch Zeit, sich so ein Video anzugucken, deswegen mache ich da einen Cut und nehme die ganze Sache, die im Auto passiert ist, sprich das Gespräch, wo auch übrigens die Kamera ausgefallen ist, aber ich dann hinten dran noch ein bisschen was ran gepackt habe, worum es geht. Wir bleiben ja eh ein bisschen am Ball, was es mit dem Arm betrifft. Kommt denn quasi in der nächsten Folge. Bedeutet ein Däumchen nach oben, aktiviert die Glocke und ein Abo dalassen. Da würde ich mich natürlich tierisch drüber freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich denke mal schon wieder nächste Woche. Einmal die Woche kommt ein Video. Bis denne, Antenne.